Und mit diesem Bild ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Cities Skylines, Freunde. Ganz genau so ist es. Wir bauen heute an unserer Stadt weiter, nachdem es ja in der letzten Folge eine kleine Special-Folge gab. Und zwar gab es eine kleine Führerstandsmitfahrt in der Buslinie 7 hier nach Wildberg. Und ich habe ja noch ein kleines bisschen gebastelt. Wir kommen auch schon in weitere Straßenbahnen an. Und wir werden uns heute daran setzen, hier in Wildberg weiterzubauen. Und, da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Wir haben nämlich schon wieder ein bisschen Nachfrage. Gut, die Nachfrage für die Industrie können wir erstmal bewältigen, indem wir jetzt hier sagen, komm. Noch bitte landwirtschaftliche Industrie hier ran. So, landwirtschaftliche Industrie kommt ja noch bitte mit dazu, genau, fein. Hier ist noch ein Viehstall. Können wir zwei Stück noch mit hinbauen. Und hier noch drei große Scheunen. Machen wir jetzt hier kommen Schweine hin, hier kommen Schafe hin. Das klappt und hier klappt auch alles. Jawohl, sehr schön. Dann kann man ja trotzdem noch ein bisschen das ist nämlich noch ein bisschen Industrie. Die können wir ja noch ein bisschen mit aufblühen lassen. So, 1, 2. Nachdem wir ja hier jetzt den Verkehr eigentlich ganz gut geregelt bekommen haben. So. Gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Hier auch noch ein kleines Wasser nach oben. Genau, das entwickelt sich gut. Und dann machen wir in Wildberg weiter. So, dann nehmen wir uns unsere... Ja, was nehmen wir uns für eine Straße am besten? Kommen wir jetzt kommen wir hier erstmal normal weiterziehen. Ich denke, Wildberg sollte man jetzt vielleicht nicht allzu groß bauen. Da reicht es, wenn wir ein schönes kleines Dörfchen haben. Beziehungsweise gut, vielleicht außerhalb hier ein paar Hochhäuser und den Rest dann ohne Hochhäuser. Wir können auf jeden Fall erst einmal hier ein bisschen diese Pflanzen. Vegetation. Ich hätte ganz gerne einfach ein paar schöne Büsche. Größe so genau. Okay, Studentenbericht. Ja, okay. Hier hätten wir Gras. Kleiner Busch. Cherry Tree. Kirschbaum. Mal Kirschbäume. Und noch Apfelbaum. Jawohl. Sehr schön. So, kommt ein bisschen was hin. Sehr gut. Können wir eigentlich auch hier fast hier vorne noch bitte was hinbauen? Hinmachen. So ist schick. Das gefällt mir so. Dann können wir ja erst mal gucken. Hier ist einer mit Bäumen. Beziehungsweise mit Grünstreifen. Die ziehen wir hier einfach mal komplett durch. Und machen auch hier hinten dann alles als Einbahnstraße.
Das gefällt mir doch. Dann passen wir hier noch ganz kleines bisschen. Ich liebe dieses Tool. Dieses Tool ist so unglaublich geil. Mit dem man ja einfach so ein bisschen dieses ganze Thema Kreuzung anpassen kann. Guck mal, wir können ja riesen Kreuzungen draus bauen. Ein absolut geiles Tool, das gefällt mir richtig gut. So, okay. Straßentechnisch sieht das jetzt hinten eigentlich ganz schön aus. Und dann hat man jetzt hier einfach ein bisschen... werden wir hier einfach so ein bisschen flach bebauen. Bis dahin so ungefähr. Hier zwischendurch natürlich auch. Den kompletten inneren Bereich können wir eigentlich als flach bebaut machen. Und außenrum setzen wir dann hier ein bisschen dicht besiedeltes Wohngebiet. Jawohl. Da jetzt aber hier hinten ja noch so gar kein Wasser ist. Und hier hinten bestimmt auch bald die ersten Wohnungen einziehen, ich wusste es. Ich muss hier dringend Wasser hin und Strom. Ich weiß nicht, wie das hier so technisch aussieht, Windradtechnisch. 7 Megawatt. Eine ozeanthermische, ach du Scheiße. Eine Aufwind-Solaranlage, die ist zu groß, die passt ja nicht. Solarkraftwerk, oder wir machen es halt einfach wieder ganz üblich per Stromleitung. So, die zieht sich dann zwar einmal quer, komplett quer durch, aber ist ja erstmal egal. So, ihr kriegt natürlich auch einen schönen kleinen alten Ort, so. Eine Feuerwehr braucht ihr auch, sonst geht ja gar nichts, genauso wie die Polizei. Komm. Die Polizei kommt dorthin, so. Eine kleine Grundschule für Wildberg. Und für die Oberschule könnt ihr dann einfach bis hier runterfahren. Oh je, meine, ich sehe gerade, wir haben gar nicht so viele Oberschulen hier, aber ist ja egal. Das klappt auch so schon irgendwie. Hier hinten ist ja die Wendeanlage Wildberg. Ist okay. Habe ich Wildberg? Ja, das habe ich komplett eingezeichnet hier. Gut. So, klappt. Sieht sehr schön aus. Wildberg wächst. So. Hier müssen wir noch ein Stoppschild hinfügen. Ach ne, es passt sogar alles schon. Hier ist auch Stopp. Sieht gut aus. Hier ist auch Stopp. Eine Ampel kann auch hier mit hin. Damit einfach die Straßenbahn ein bisschen. Okay, alles klar. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier muss gar keine Ampel hin, weil braucht man nicht. So. Sehr schön. Wo ich immer noch glaube, dass es hier noch nicht ganz sitzt. Jetzt sitzt es besser, oder? Es passt jetzt. Ja, denke, sieht gut aus. Auf der Linie sind ein paar viele Straßenbahnen unterwegs. Ich habe das Gefühl, wie viele sind hier? 10 Stück. Können wir mal ein bisschen regulieren auf 5. So. Haben
Haben wir denn hier irgendwo gerade eine Straßenbahn, die dann zurück, die fährt ins Depot zurück? Hier fährt ein Bus, hier fährt auch ein Bus. Und hier sind auch zwei jetzt auf dem Weg zurück ins Depot. Die Haltestellen, die werden aber echt gut bedient. Also, das muss ich schon sagen, das ist schon mal sehr schön. Maka, wie fahrt ihr hier? Ihr biegt ja noch irgendwie normal ab. Ihr auch. Und ihr? Macht doch nicht gut. Fand ich in den Boden? Okay. Na okay. Wildberg sieht soweit gut aus. Wildberg läuft soweit auch. Okay, sieht vor allem auch eigentlich echt schön aus. So, dann lasst uns jetzt gleich mal weiter planen und nicht die Fehler machen, die wir sonst immer hatten. Dass wir den sowas wie Parks komplett verwehrt haben. So ein großer Park vielleicht jetzt nicht unbedingt, der passt ja nicht so gut rein. Was schönes, kleines, was schnuckeliges. Ja. Das gefällt mir doch. Ist ein kleines Karussell. Das können wir anders hinstellen. So. Was haben wir sonst noch für Gebäude, die man eventuell platzieren könnte? Gibt es denn hier irgendwas, was man bauen kann? Haus. Gibt es hier irgendwas? Hier ist eine Dachwerbetafel. Will ich nicht. Ich will. Na, ja, okay. Oh, die Polizei fährt schon wieder nur mit. So, ja. Lass die mobile Kommandozentrale weggehen. Die geht mir ja total auf die Kekse. Genauso wie hier großes Löschfahrzeug und Löschwagen. Und hier. Großer Krankenwagen. Mercedes-Benz Sprinter. Volkswagen, VW, großer Krankenwagen, Flycar und Ambulance. Mach das Flycar weg, was auch immer das ist. So. Top. Gefällt mir, sieht gut aus. Ja. Alles klar, Bus. Gut, Wildberg geht also so langsam an den Start, das funktioniert und hier sieht es auch gut aus. Perfekt, gefällt mir. Da lass uns mal gucken, dass wir während Wildberg wächst. Gebäude steht in Flammen, okay. Die Oberschule. Die Oberschule ist on fire, okay. Reicht da der große Löschwagen für? Scheint so, okay, hier kommst du noch mit dem kleineren. Der dann ankommt und löscht, jawohl. Sieht gut aus, okay. Waldproduktion, 5 Sterne, 5 Sterne. Hier unten ist das Nebelviertel. Wir fahren auch fleißig die Fahrzeuge ein und aus. Können wir eigentlich, guck mal, hier ist noch so viel. Das können wir auch zuwachsen lassen. Ich meine, lohnt sich ja nie, wenn jetzt hier so viel frei ist. Setzen wir hier ein paar feine Bäume hin. Machen die Größe schön stark. So, jetzt sieht das hier bestimmt gleich viel schöner aus. Aber gut. Sehr schön. Sehr fein. So, Autobahnen laufen auch. Hier ist unsere kleine schicke Autobahnbaustelle. Schön.
Kann ich, wartet mal. Hier haben wir uns ja auch lange nicht mehr drum gekümmert um das Thema Autobahn. Kann ich das hier vielleicht ein bisschen schöner bauen? So. Dich auf eine dreispurige. Hier bist du schon dreispurig. Okay, dann lasse ich dich dort auch dreispurig. So. Dann den Abschnitt nehmen. So. Ey. Sieht das hier einigermaßen gut aus? Ja, sieht es. Dann haben wir das Connecting Tool nehmen, so. Und hier hinten auch. Dich so rumziehen. Dich nach vorne. Dich so ein bisschen nach hinten. Okay, sehr schick. Jetzt können wir uns unseren Straßenbemalungstool hier nehmen. Okay. Diese Linie wird eine durchgezogene. Diese Linie wird durchgezogen. Der Rest ist gestrichelt. Von. Ey, mach her. Von da. Ey, jetzt. Mensch. Und danach, da wird durchgezogene Linie sein. Und diese Linie ist auch durchgezogen. Genauso wie die ist durchgezogen. Da ist irgendwas mit der Tüter-Tüter-Tüter-Tüter-Tüter-Tüter-Tüter-Tüter-Tüter vorbeigefahren. Die ist auch durchgezogen. Und jetzt nehmen wir uns hier die Füllung. Sag mal nicht die Waldindustrie, die brennt schon wieder, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da brennt, warum es da brennt. Oh, das sieht doch echt schick aus, ey. Das sieht doch einfach nur herrlich aus. So. Die dort, die dürfen nur dahin, die dahin. Und dann bleibt das hier so. Noch mehr Tatütata, jetzt war es Polizei. Machen wir hier mal noch ein Tempolimit hin. Spurweise. Weil auf der Spur geht's runter auf 80 km/h. 50 km/h. Mal gucken, ob sich da jetzt irgendeiner dran hält. Der hier zum Beispiel, wird der langsamer. Ja, wird er. Hoffe ich, glaube ich. Die Busse, der wechselt schon mal rüber, sehr gut. Gut. Was zum Geier, wieso werden denn jetzt hier so langsam? 20 km/h? Okay, dann lassen wir dich hier auch schon mal abbremsen auf 70 in dem Abschnitt.
Und dann ziehen wir uns jetzt hier einfach genau das Gleiche. Ich weiß, ihr wolltet eventuell einfach nur bauen sehen. Aber so ein bisschen Feintuning und schönes Aussehen muss doch auch zu jeder Stadt dazugehören. Und wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt für die Stadt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das ist ein Projekt, wo ihr auch mit, wo ihr auch Sachen mit bestimmen könnt und sagen könnt, wie was aussehen soll und wie was wie es schön werden soll. Also schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare, weil das ist wichtig. Ganz genau. So, hier auch durchgezogen. 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 Hier auch durchgezogen. Dann Füllung von... Nein. Von da nach da. Nach da. Nach da. So muss das sein. Jetzt von da nach da durchgezogen. So, du fährst von da da auf. Du von da da auf. Und da nach da. Und danach da und danach habe ich doch schon alles weitere beschlossen. Ja, schön. Sauber, das läuft doch. Das läuft doch. Das läuft. Sieht schön aus, gefällt mir. Wir haben die 1 Million Credit. 1 Million geknackt und ich will mal was gucken, weil. So viel wie hier schon wieder tot sind, habe ich so eine leichte Angst. Okay, Wasserrohre sind nicht verstopft, aber wir haben etwas mehr Geburten pro Woche als Tote. Das müssen wir dringend in den Griff kriegen mit den Toten. Habe ich denn hier sowas wie... Ja, hier ist sogar ein Krematorium. Bauen wir nochmal doppeltes Krematorium hin. Kommt ihr auf jeden Fall auch mit den ganzen Leichenwagen raus. Dieser Leichenwagen, er sieht aus wie... Die sehen schon ein bisschen schöner, aber der hier, das sieht ja aus wie... ein Van, wenn du irgendjemanden abholen musst. Cool. So. Eine allgemeine Zufriedenheitswelle geht durch die Stadt, hier hinten auch. Hier hinten sieht auch sehr schön aus. Die freuen sich alle, denen geht es sehr gut. So, kann ich hier nicht irgendwo, hatte ich da auch ein Tool gehabt, dachte ich, mit dem ich hier Fußgänger überwege, jawohl. Achso, okay. Die will ich löschen. Okay, dann machen wir hier noch eine Fußgängerüberwegsmarkierung hin. Ja, nicht, weil hier ist Weiche danach. Ja. Gut. Okay, ja, guck mal, wird schon mal sehr gut genutzt. Der Bus läuft. Fahren den Bus und Straßenbahn eigentlich beide komplett gleich? Ne, der Bus biegt rechts ab und die Straßenbahn fährt dann hier hinter zur Stadt. Alles klar. Bahnhof. Ja, sieht auch gut aus. Mal gucken, der Zug hat 2 Passagiere, der fährt woanders hin. Okay, haben wir jetzt noch irgendwo Züge? Guck mal, Bus ist vor. Ne, ist nicht voll. Okay. Sag mal, Opa. Hier wird nicht. Hier ist komplettes PKW-Verbot, ey. Bin wohl, glaube ich. Das
hier einfach so drüber latschen. Okay, hier kommt der nächste Zug, der Pendlerzug. Okay, 5 von 400. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet. Ansonsten können wir ja noch ein bisschen Ölindustrie hinten ranbauen. Ich meine, hinten die komplette Forstindustrie irgendwie. Läuft das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Wir können ja mal noch ein bisschen Forstindustrie einfach hier hinten ein bisschen... Ne, ich lösche es mal lieber wieder. Sonst bauen die sich ja klar irgendwo hin, wo ich Bäume gepflanzt habe. Das wäre gerade, das wäre ein bisschen kritisch. Ja. Also diese komplett knallbunten Häuser, die sehen in dem kompletten Stadtlayout ja mal so scheiße aus. Haben die hier eigentlich eine Müllabfuhr? Ja. Einigermaßen. Hier kommt ein Zug an, hier fährt die S-Bahn. 36. Gut. Läuft doch. Ja, wie gesagt, na, wenn ihr noch Wünsche habt, Vorstellungen, Anregungen, dann sagt mir gerne Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Und damit beende ich diese Folge. Sie ist Skylines wieder. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao.